In den letzten 6 Spielen dieser Saison hat Tondela ziemlich schwere Aufgaben vor sich. Sie stehen derzeit auf dem 16. Platz. Das heißt also große Abstiegsnöte. Die Gäste kamen aus Lissabon und zwar von Sporting Clube de Portugal, der amtierende Meister und Titelverteidiger. Und die stehen auf Platz 2 und da wollen sie auch mindestens am Ende der Saison stehen. Nach 29 Spielminuten führten sie dann auch mit 1:0. Sie hatten vorher kaum großartige Möglichkeiten, kaum Abschlüsse. Aber dieser Hammer von hinten sozusagen, Gonzalo Inacio, kam etwas überraschend, aber auch umso besser. Super getroffen vom Youngster. Ja, der wusste selber gar nicht so genau, warum er den so gut getroffen hatte. Und es dauerte nur 4 Minuten, bis Sporting Clube de Portugal noch einen oben draufsetzte. Sarabia mit dem 2:0. Ein schnelles Doppelpack von Sporting Clube de Portugal. Und für Sarabia war es bereits der 10. Treffer in dieser Saison. Der Spanier ist immer besser in Form. Ja, es sind nur noch wenige Spiele bis zum Ende der Saison. Mindestens 2. werden Ruben Amorim, das heißt Champions League, buchen. Und Tondela, die müssen sich steigern, auch in der Schlussphase der Saison. Das taten sie in der 2. Hälfte auf jeden Fall. Barbosa mit der Riesengelegenheit, das Ganze etwas besser zu machen. Er scheiterte allerdings an Antonio Adan, der Keeper von Sporting Clube de Portugal. Auch heute wieder in einer guten Verfassung. 68. Spielminute, dann Marcus Edwards legt zurück, Sarabia Handspiel. Und der unparteiische Luis Godinho zeigte sofort auf den Punkt. War eine klare Geschichte, die gelbe Karte aus meiner Sicht etwas übertrieben. Aber letztendlich ein berechtigter Handelfmeter und den schoss dann Sarabia. Der verwandelte, auch wenn Trigueira da noch mit dem Fingerspitzchen dran war, sein 11. Saisontor. Damit zieht er gleich intern bei Sporting Clube de Portugal mit Paulinho, der heute gegen Tondela nur auf der Bank Platz nehmen durfte. 71. Spielminute, dann etwas überraschend. Der Anschlusstreffer Hernandez mit dem Kopfball, mit dem Rücken zum Tor. Ja, mehr oder weniger ein Traumtor. Mit dem Hinterkopf nichts zu halten für Antonio Adan. Aber Tondela spielte nicht mutig weiter nach vorne. Sie ließen es dann bei diesem Ergebnis. Sporting Clube de Portugal gewinnt mit 3:1 bei Tondela. Ist 3 Punkte hinter Porto, die erst am nächsten Tag spielen. Tondela steckt im tiefen Abstiegskampf. Und die müssen sich deutlich steigern, wenn sie in der nächsten Saison immer noch dabei sein wollen.